Hey Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute sind wir mal wieder auf Notruf Hamburg unterwegs als Polizist und wir wollen heute genug XP verdienen für den BMW X5. So, ich würde sagen, wir fahren mal los und hier vorne unter der Brücke, ich denke mal, das war unter der Brücke, wurde Unterstützung angefordert. Hier sehe ich aber niemanden mehr. Und ich möchte mich für eben nochmal korrigieren, denn wir fahren nicht für den BMW X5, sondern für den X3 auf Notruf Hamburg. Und es fehlen uns noch knapp 400 XP. Also hoffe ich mal, dass wir diese Folge freischalten können. Wir haben die Nachricht bekommen, dass ein Police Officer down ist und dass Unterstützung angefordert ist. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Das sieht aus, als wenn es hier auf der Brücke wäre. Wobei, nee, anscheinend nicht. Ich kann es noch nicht ganz einschätzen. Doch, müsste auf der Brücke sein. Da fahren wir mal hin. Okay, ich habe mich doch vertan. Beim Autohaus dann wohl eher. Ja, richtig. Beim Autohaus wurde Unterstützung angefordert. Ich habe gerade Schüsse gehört. Im Autohaus ist einer drin. Da müssen wir auf jeden Fall gucken. Der hat wenig HP. Wenn hier einer down ist, wir müssen einmal gucken, wer von den Wanted ist. Der ist auf jeden Fall wanted. Dann müssen wir mal hinterm Lamborghini her, wenn wir das schaffen. Okay, einen haben wir down bekommen, der andere sitzt auf dem Beifahrersitz. Den können wir auf jeden Fall direkt mal holen. Gut, den konnten wir tasern und jetzt auch festnehmen. Jetzt setzen wir den einmal ins Auto und gucken, dass der andere, dass wir den auch festnehmen können. Dann müssen wir einmal das Auto wegschieben, damit er da nicht direkt einsteigen kann. Und ich habe daneben getasert, das ist auf jeden Fall blöd. Den sollten wir eigentlich aber bekommen, auch wenn er. Der hat zwar eine Waffe. Okay. Gut, wir haben den jetzt bekommen. Das heißt, wir haben zwei Festnahmen. Hinter dem BMW X5 steht einer mit Waffe. Den holen wir uns. Achso, der wurde getasert. Tut mir leid, Kollege. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Jetzt haben wir zwei festgenommen und der andere wurde vom Kollegen festgenommen. Das heißt, wir fahren jetzt mal wahrscheinlich gleich zum Gefängnis. Wobei ich gucke hier nochmal, ob hier irgendwas los ist. Das scheint aber alles hier clear zu sein. Das heißt, wir können mal ab zum Gefängnis fahren. So, während wir zum Gefängnis fahren, muss ich einmal mit euch reden, denn das Update ist immer noch nicht draußen. Ich nehme das gerade am 9.2. auf und ich hätte gedacht, dass jetzt eigentlich schon draußen sein sollte. Ups, kleiner Drift. Denn es wurde ja gesagt, Ende Januar, Anfang Februar, da hätte ich jetzt gedacht, dass es schon draußen sein müsste. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wann es rauskommt. Wenn ihr mehr dazu wisst, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Okay, es sind jetzt anscheinend schon wieder Police Officer down. Ich weiß nicht genau wo, weil hier sehr viele Nachrichten reinkommen. Erste Festnahme haben wir 70 XP für bekommen und für die anderen mit Glück auch. Na, 70 weiß ich nicht, aber wir sollten auf jeden Fall was bekommen. Ebenfalls 70. Wir haben jetzt schon 155 XP insgesamt. Also es ist kein so weiter Weg mehr bis zum X3. Okay, ich sehe, wo der down ist. Und zwar hier direkt. Den. Beim Lambo, vom Lambo her, der ist bewaffnet und hat Low HP. Vito, könntest du mich vielleicht unterstützen? Wobei, du bist wahrscheinlich zu langsam. Ich auch. Also hinter dem komme ich nicht her. Es sei denn, er verunfallt hier. Okay, ich anscheinend auch. Ohne Grund eigentlich, weil ich ja ganz normal gefahren bin. Dann müssen wir hier jetzt mal ein bisschen schneller fahren. Aber ich glaube, das kriegen wir mit unserem Audi A6 Avant nicht hin. Wobei, wir könnten den jetzt fest. Nee, Schaden. Leider ist der RT weitergefahren. Das heißt, wir nehmen wieder die Verfolgung auf. So, wir sind weiter hinter ihm her. Er verunfallt erneut. Und ich schaffe es nicht, ihn festzusetzen. Fahre jetzt natürlich einen Riesenumweg.
Muss jetzt gucken, ob er nach links abbiegt. Nein, tut er nicht. Doch. Aber ich konnte zum Glück schnell genug hinterherkommen, weil er weiterhin oft verunfallt. Er ist nun beim Hauptplatz bei der Bank. In den Kurven bin ich anscheinend besser als er. Jetzt müsste ich ihm eigentlich Stop-Sticks platzieren können. Habe ich auch geschafft. Vier platte Reifen. Er bleibt stehen. Jetzt muss ich auf jeden Fall Unterstützung anfordern. Okay, das wird jetzt. Er schießt auf jeden Fall zurück. Ich gehe mit meinem Taser voran. Ich gucke einmal um die Ecke. Ich konnte ihn tasern. Das ist sehr, sehr wichtig. Er hatte einen Sniper sogar. Jedoch konnte ich ihn jetzt festnehmen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Den Lambo muss ich hier jetzt stehen lassen. Und dann würde ich sagen, geht's ab zum Gefängnis mit ihm. Nein, mein Internet laggt. Hilfe! Wo ist er denn hin? Ist er das? Nein. Irgendwie laggt mein Internet gerade. Okay, jetzt habe ich ihn aber. Nee. Okay, irgendwas klappt gerade nicht so ganz mit meinem Internet. Nee, warum kann er denn gehen? Egal, konnte ich ihn jetzt festnehmen. Nochmal 70 XP. Sehr, sehr wichtig. 253 XP. Wenn das weitergeht, können wir gleich schon mal zur Wache fahren und unser neues Auto abholen. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr wild. So viel zum Thema normale Streife. Da ist schon wieder ein Police Officer down. Dann fahren wir da mal hin. Das sieht aus, als wenn es bei der Baustelle ist. Fahren wir jetzt mal schnell hin. Vielleicht ist der Täter noch vor Ort. Ein Lambo fährt hin. Das könnte natürlich sein, dass der ein Komplize ist. Aber er biegt links ab. Wahrscheinlich fährt er dann doch zum ADAC. Es sind Kollegen vor Ort. Notarzt ist auch schon da. Es ist einer außerhalb des Fahrzeugs. Ah, ne, das ist auch ein Polizist. Das scheint hier also alles in Ordnung zu sein. Was ich mir vorstellen könnte, dass einer jetzt ins Krankenhaus gelaufen ist, kann auf jeden Fall schon mal abrücken. Okay, ein Kollege hat Unterstützung angefordert. Da fahren wir mal hin. Ist in der Stadt. Ist ein bisschen knapp. Scheint beim Juwelier zu sein. Da habe ich vorhin auch einen gesehen. Mal gucken, was da gleich los ist. Wir fahren hier jetzt nämlich in die Straße rein. Und ich sehe einen Polizisten, Zivilen, der da reinläuft. Mal gucken, was da los ist. Okay. Kann sein, dass da jemand auf dem Dach ist? Nein. Okay, dann weiß ich nicht, warum hier Unterstützung angefordert worden ist. Scheint anscheinend nicht so wichtig gewesen zu sein. Also können wir wieder abrücken. So, ihr habt unter dem letzten Video, glaube ich, war das kommentiert, dass ich auch mal früher tanken soll. Das mache ich dann jetzt auch mal. Dass man normalerweise schon bei 20 Liter im Tank tanken soll. Und das habe ich jetzt gemacht, also damit ihr auch ganz glücklich wieder seid. Okay, ich habe jetzt einen gesehen, der wanted ist. Okay. Der ist aber gelieft, also scheint alles in Ordnung zu sein. Können wir wieder weiterfahren. Okay, es wurde Unterstützung angefordert. Scheint beim Juwelier wieder zu sein. So ist es. Da fahren wir jetzt nochmal hin. Und ein Police Officer ist down. Das ist, glaube ich, wichtiger. Also, nee, glaube ich nicht. Das ist wichtiger. Da müssen wir jetzt zuerst hin. Das heißt, wieder hochfahren. Und das scheint bei der Tankstelle zu sein. Beziehungsweise am Hauptplatz hier rechts. Nee, ist an der Tankstelle. Ich glaube, wir fahren geradeaus, haben wir einen höheren Topspeed. Von da kommt gerade ein Kollege. Ach so. Okay, das ist beim Feuer. Da ist wahrscheinlich ein Kollege ins Feuer gerannt. Genauso ist es. Wow. Das war jetzt sehr schlau von dem. Okay. Aber das ist nicht zu uns. Da muss sich die Feuerwehr drum kümmern. Wir können also einfach ganz normal weiterfahren. Jetzt wird da hinten wieder von dem gleichen Standort geteilt. Direkt hier bei der Kreuzung sogar. Aber da scheint alles in Ordnung zu sein. Also ist hier kein Problem. Jetzt wird Unterstützung angefordert auf der anderen Seite vom Fluss. Scheint in der Nähe vom ADAC-Gebäude zu sein. Ups, alles klar. Ja, ist direkt auf dem ADAC-Gelände sogar. Ich sehe da einen weißen Audi.
Beziehungsweise der ist jetzt gelieft. Und der Kollege ist anscheinend auch weg. Das heißt, hier können wir wieder wegfahren, ohne dass irgendwas passiert ist. Subi. Okay, wir sind jetzt auf dem Polizeigelände. Da ist anscheinend ein schwarzer BMW X3. Der wird anscheinend jetzt gesucht, weil es wurde Unterstützung auf angefordert. Leider ist unser Wagen hier vorne. Das heißt, wir kommen da jetzt nicht direkt hinterher. Und ich konnte auch nicht sehen, in welche Richtung der wegfährt. Da müssen wir jetzt uns mal hier in der Innenstadt auf Streife begeben. Konnte den BMW jetzt finden. Der klettert da jetzt gerade aufs Dach rauf. Zu dem kann ich jetzt nicht kommen, aber ich kann ihn sehen. Ich sehe ihn nicht mehr, aber der wird da noch irgendwo sein. Er ist runtergefallen. Das scheint also alles in Ordnung zu sein. Hinter mir steht auch einer. Irgendwie leckt mein Internet gerade. Jetzt habe ich eine versuchte Festnahme bekommen. Das da hinten ist ein Kollege. Und zu denen da werden wir jetzt wahrscheinlich nicht kommen. Dann hat sich der Einsatz, glaube ich, für uns erledigt. Und wir fahren mal weiter. Wir haben Einsatz reinbekommen, der Juwelier wird überfallen. Da fahren wir jetzt unter der Brücke lang und mal gucken, ob wir noch rechtzeitig am Tatort eintreffen können. Gut, bin beim Juwelier angetroffen. Ein Kollege hat ihn schon festgenommen. Das scheint also alles okay zu sein. Das heißt, wir können zur Wache fahren. Das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo dalassen. Leider fehlen uns noch 23 XP für den BMW X3. Den können wir dann aber hoffentlich in der nächsten Folge freischalten. Love.